So, das letzte Spiel in dieser neuen Klickerrunde ist Schoen Idle Sea. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall hat das Ding absurd viele Steam-Errungenschaften, und zwar 160. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, warum es so viele Errungenschaften hat, beziehungsweise worin diese Errungenschaften tatsächlich bestehen. Also, auf ins Spiel. Und schauen, was da die Klicker-Mechaniken sind und was ich da alles anstellen kann. Und mal sehen, wie schnell das Spiel mir da auch bestimmte Sachen anzeigt. Okay, also aus irgendeinem Grund wird da das nicht korrekt aufgezeichnet. Also beziehungsweise kann ich mal wieder die Anwendung nicht direkt aufzeichnen, sondern muss hier wieder ein Screen Capturing machen. Okay, also erstmal zu meinem Charakter. Also mal gucken, was haben wir denn hier für Haarauswahl. So, und Augenfarbe natürlich blau, was sonst? Okay, also auf in das Spiel und mal gucken, ob ich hier irgendwo Fullscreen. Oh mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. Ich glaube, da werde ich gerade mal schnell was optimieren. Okay, so ist es zumindest, denke ich, besser skaliert, als wenn ich das von dem Spiel selber auf Vollbild mache, weil da sieht es einfach nur schrecklich aus. So, was genau ist jetzt hier los? Also ich habe den Weltklecks da oben und soll jetzt was machen. Also das sind meine Statistiken. Okay, das ist Combat, das ist Training. Ah, okay. By all available Masteries. Ja, das ist jetzt das Problem, dass das natürlich alles etwas klein zu lesen ist. Am besten ich gucke ja, auf die Aufnahme, da sehe ich es auf jeden Fall dann deutlich größer. Unlocks an Level 25 und das ist jetzt sozusagen ein Skill, den ich hier aufleveln kann. Also KI ist wahrscheinlich Training and Kill Bosses will grant you experience. Every 2000 experience you will gain a latent Shona PowerPoint. Das ist der da. To retrieve these points you need to reincarnate using the last button in the map section. Soul Shop. Sleep. After 50 minutes you feel tired and ready to sleep. Sleeping you can access the dream world and earn 1 hour KPS. Reincarnate, das ist wahrscheinlich der, ja genau, der Reincarnate-Button. Haha. Each active Shona Power gives 10% extra Attack. You can use Shona Power to hire party members too. Doing this will consume your active SP, so be careful. Okay, also die gelten nur als Bonus, wenn, ja, wenn ich sie nicht ausgegeben habe und eben alle 2000 Punkte, dann müsst ihr jetzt eigentlich gleich den ersten Mal bekommen. Wobei KI ist die Frage, ob das wirklich die XP-Werte sind. Komm, zeig mir, gehe ich jetzt in XP oder noch nicht? Ne, das sind nicht die XP-Werte. Ah, Moment, hier. 1987 to next XP, also ich habe noch nicht wirklich XP gesammelt. So, also den kann ich schon relativ zügig killen. One kill per second. Ah, okay, hier kann ich dann umschalten. Kann zwar mehr KI bekommen. Aber okay, wenn die, genau, wenn die geschafft sind, wenn ich die also 10-mal besiegt habe, habe ich irgendwo einen Lebensbalken. So, back to map. Was haben diese Dinger hier zu bedeuten? Gut, Training. Also hier ging es ja darum, ja, die als Level 25 freigeschaltet werden können. Base Stat 2, Stat with Bonus 2, Contribution 93%. So, das heißt, hier gebe ich jetzt die KI aus. Also KI ist eher die Währung und nicht die XP. Aber wenn ich da was ausgebe, Shona Power Bonus 0%, KI per Second und Attack 68. Block, Base Stat 22, Contribution. So, gib mir mal 10 davon. Also, your move gets 100% stronger. Also 67 Angriff. Okay, das sind alles, obwohl Block sind Angriffswerte. Level 1 und die nächsten Kosten sind dann 212 und hier 71 und 10 kosten mich so und so viel. Und ich kann die auch einzeln kaufen. So, hier auch nochmal. Okay, jetzt habe ich zu viel Kohle ausgegeben. 25. Ah, okay, toll. Das heißt, er kauft dann auch einfach nur so weit, wie er tatsächlich kaufen kann. Enhanced.
Trainings. Was ist das? Defeat bosses to gain enhancement points and spend them on your trainings so they become empowered. Each point will increase the base attack by 200%. Reallocation kostet mich aktuell 1. Attention, when you reallocate an EP, you will lose 1 SP. So be careful when moving points between trainings. Ah, hier ist der erste Skill. Das heißt, das sind die Masteries, die sozusagen hier in dem Training freigeschaltet werden. Also statt, dass ich hier verschiedene Kämpfer habe, schalte ich sozusagen für mich einfach nur Skills frei, mit denen ich dann kämpfe. Endurance. Every 15 minutes you get an extra 1% KI on kill to a max of 100% until next reincarnation. Okay, hier ist jetzt der nächste freigeschaltet, hat aber nicht diesen Mastery Skill. Hey, was ist das? Eine Schatzkiste. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Ist ja lustig, dass sie dann bei mir auftaucht und nicht sozusagen als Monster, wobei es ja logisch ist, weil ich kämpfe ja immer gegen die gleichen Monster. Dann ist es logisch, dass die Schatzkiste natürlich vor mir auftaucht. Your attack is 50% stronger, während das aktiv ist. So, Mission. Ranked Missions. Complete 1%. Welcome to Shorn'il. Kill your first monster. Ah, okay, das sind eigentlich die Achievements. Kill 100 Monster. Kill 1000 Monster. Kill 10.000 Monster. Get 10.000 Attack. Okay, Kill Monsters. Reach Monster Level. Kill 5 Bosses. Kill Gain 100.000 Global KI. Oh, KI habe ich schon wieder eine ganze Menge. Wird Zeit, das mal wieder ein bisschen abzudaten. Also 182, nee, so viel habe ich noch nicht. Collections. Here you can change the appearance of your hero. Unlock new costumes as you play. Also closest pets. Wen da? Habe ich den jetzt gerade zufällig gefunden oder wieso ist der jetzt ausgerechnet freigeschaltet worden? Accessories, da habe ich auf jeden Fall noch gar nichts. Get a new accessory every 5 maps. You can only wear one at a time. Here you can select your companion, unlock new pets as you play. Here you can change the appearance of your hero. Ja, okay. Statistiken. Gut, das dürften einfach nur Zahlen, global, aktuell. Next Endurance Bonus in 10 Minuten 45. Treasure Chest Bonus 10%. Next Chest Spawn. Ah, okay, die kommen einfach nach Zeitablauf. Die finde ich nicht zufällig. You can check your stats, it's under useful. Use distraction to track down achievements. Party. Hey! Next member cost one. One was? Achso, one SP wahrscheinlich. Genau, das heißt, ich habe aber noch keine XP. Party Tutorial. Here you can add new members to your party. Use the Shodan Power earned through your adventures. Note, you will use Shorten Power Bonus for each SP you spend. The hired party members last through reincarnations, so you will not lose them. Okay, die bleiben also erhalten. If you want to generate fresh party members to hire, push the button Roll the Dice. Ah, okay, ich kann also noch verschiedene bekommen. Wie? 15% XP from Bosses, 3% KI from Monsters, Endurance. Mehr Geld von Bossen. Also das sind dann sozusagen wieder die Incidents, sozusagen, die bei Clicker Heroes ist. Und maximal Max Level Unlimited. Okay, das heißt, ich werde die sowieso alle nacheinander engagieren und dann in irgendeiner Form aufleveln. If you want to dismiss all your components and recover part of the Shodan Power you spend on, use Reset. Okay. Gut, also das sind die Götter, das sind die Unterstützer. Jetzt ist es natürlich an der Sache, hier ein bisschen zügiger durch die Mission zu gehen, weil an sich muss ich ja bloß irgendwie die Maps fertig bekommen. Ist das jetzt... Nee, das ist doch auch noch nicht der Final Boss an der Stelle. Okay, also anscheinend war das doch der Boss, den ich da gerade gekillt habe und jetzt ist da sozusagen irgend so ein Guardian, der seinen Platz eingenommen hat und... ja, ich springe jetzt hier einfach dann in der Map weiter. Und das heißt, das sind tatsächlich die... Dann mache ich jetzt mal den Autoplay an.
damit der hier automatisch nach vorne läuft und ich mich hier um die Trainings kümmern kann. Also, die habe ich schon gekauft. Auf Level 75 wird das nächste freigeschaltet. So, dann hier. Unlock Level 25. Also her damit. Auch Move gets 100% stronger. Bisher waren die jetzt noch nicht großartig speziell. So, hier sind jetzt schon die weiteren Achievements irgendwie aktiviert. Also Reach Monster Level 10, das habe ich ja jetzt dann schon gemacht, indem ich den ersten Boss gekillt habe. Gain 100.000 KI, das auch. Bei 1 Million gibt es das nächste. Have 100 Training Points. Welches sind jetzt schon wieder die Training Points? Oder wo sehe ich die denn überhaupt? Und Rank S Missions. Defeat 40 Boss. Den 40. Boss. Okay. Gut, das ist alles sozusagen erstmal das Easy Peasy Geschichte. Warum ist der bei Autoplay hier nicht weitergegangen? Erstmal hier wieder die Skills ein bisschen hochsetzen. 25. Okay, jetzt geht er wieder einen Schritt weiter. Combat. Aber ich kann nicht erkennen, was die, was der Grund ist, dass er in die nächste Stufe wechselt. Hat er jetzt auch nicht. Das heißt, hier gibt es die ersten 10 Bosse und das heißt, die in der ersten Welt. Mal gucken, wie viele Welten es dann danach gibt. Okay, ich war jetzt hier bei 75, 50, dann jetzt hier weiter auch auf 25. Das heißt, die sind alle erst bei Level 25 und wieder 100% stronger. Plus 25% Training-Bonus. War das hier auch? Nee. So, dann hier das gleiche. Kriege ich den zweiten Skill freigeschaltet. 200.000. So, mal gucken, was der nächste Skill ist. Your Attack ist 50% stronger, weil active. Active 15 Sekunden. Und Your Pet-Bonus ist 100% is effective, weil active. Okay, was ist denn mein Pet-Bonus? Pets. Share Passive, 2% KI on Kill. The Shared Passive grows as you unlock new pets. You can select your campaign and unlock new pets as you play. Okay, also die Klamotten bekomme ich auch während des Spielens. Und das bekomme ich alle 5 Accessories, alle 5 Karten. Nicht alle 5 Level. Ui, der Bossfight. Aber ich kann nicht irgendwie drauf gehen und es gibt auch keine Zeitbegrenzung, so wie ich das verstehe. Dann mal den Trainingsbonus noch ein bisschen hochsetzen. 255.000, oh Mann, sind die alle teuer. 142.000. Meine Güte, wer soll denn so viel ausgeben? Aber gut, hier ist jetzt erstmal eigentlich das nächste Level mit 441. Okay, das reicht nicht mal. 255. 500.000 brauche ich noch. Also. So. Dann machen wir mal die Boni an. Hier ist. Ups, nicht. Nein! Oh mein Gott! Jetzt ist der da zurückgesprungen und jetzt muss ich den ganzen blödsinnigen Boss nochmal von vorne bekämpfen. Okay, ich glaube, dann bleibe ich mal lieber hier noch ein bisschen und sammle mal ein paar KI-Punkte ein. Damit ich hier mein Training hier auf die nächste Stufe heben kann. Also ich brauche 500.000 Trainingspunkte. Und hier brauche ich 414.000. Also machen wir erstmal die, den 50er hier fertig. So, 414, das passt. So, neuer Skill. 180.000 brauche ich dafür. Boss-Reward, 155 XP, 1 DS. Ah, das sind die da. Get more. Okay, wieder schließen. Was kann ich mit dem DS-Zeug kaufen? So, jetzt hier den 10er mit 503. Okay. Und dann nochmal 510 für den Bonus. Okay, jetzt müsste ich doch eigentlich schon mal ganz gut in der Lage sein, den da platt zu machen.
Naja, es dauert eine Weile. Der Boss ist gekillt und ich habe meinen zweiten DS, was auch immer dieses DS heißt, und Back to Map. Weil hier geht es ja jetzt eigentlich darum, in das nächste Level zu kommen. Also der Boss-Reward ist dann wieder das hier. Meine neue Schatzkiste. 4,6 Millionen. Hui, das ist ja ordentlich. Also alle 15 Minuten bekomme ich so eine Chest. Und Treasure-Chest-Bonus jetzt bei 20%. Wahrscheinlich bei 20% von insgesamt Global KI. Genau. Das kann schon hinkommen. Wenn ich 20% von den 8 gerade bekommen habe, mit den 4,6, ja, so Pi mal Daumen, irgendwie könnte das aufgehen. Next Endurance Bonus. EP war aber nicht Endurance Bonus. Also hier hatte ich Enhanced Trainings, genau, das war's. Also Defeat Bosses Gain Enhanced Points. Genau, davon habe ich jetzt zwei. Jawohl, zwei Enhanced Points. So, Base Stats 155.000, 27.000, 5.900. Ja, die Frage ist, warum sollte ich den nicht dorthin setzen? Base Stats, Base with Enhanced. Okay, mal testen. So, zack. 400. Moment mal, wie viel zu. Achso, 200%. Will increase the base attack by 200%. Das heißt, 300.000 dazu bekommen. Ja, cool. Moment. Okay, habe ich den noch nicht aktiviert, oder? Das heißt, sollte ich den zumindest mal. Oh no, den habe ich noch gar nicht. Dazu brauche ich 22 Millionen, um den freizuschalten. Gut, dann gucke ich hier jetzt nochmal und schalte den zumindest einmal frei, damit der auch verstärkt wird. Und den kann ich mir ja zumindest kaufen. Ah ja, hier kann ich mit Back auch zurück. Also dann kaufe ich hier zumindest einen davon und habe jetzt meine Kämpfe verdoppelt und ich habe das Autoplay nicht aktiv. Okay. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt relativ zügig durchgeht. Und das heißt aber, ich bekomme nur Training and Killing Bosses will grant you experience. Ah, okay, für das Training selber bekomme ich ja auch XP. Steht ja eigentlich wie viel? Ich habe jetzt schon 18 Millionen, das heißt, ich kann hier die 25 auf jeden Fall freischalten. Den Skill Mastery vollständigen. Hier brauche ich nur 2,5 Millionen. Nur eine Million, hey. Ist ja richtig günstig. 2,2 Millionen, 5,9. Das heißt, ich kann eher von oben anfangen und dann nach unten gehen. So, dann ist das hier jetzt der letzte Skill. Unlocks Master Level. Each Master Level multiply your move. Ja, was genau bedeutet das jetzt? Base Stat 2. Stat bis Bonus. Contribution 2,8%. Ach, Contribution ist, wie viel Damage macht der sozusagen als Gesamtschadensbonus. Also, genau, von 100.000 macht 26.000 eben 2,8%. So, jetzt ist nur die Frage, was passiert jetzt mit diesem M Master Level mal 3? Das heißt, dann ist es 75, kostet 200.000, 225.000. Finde ich ja. Aber Moment. Ach so, ja, das heißt, der Multiplier geht dann sozusagen bei 200 oder schon bei 175 geht das erste Mal hoch. Ah, okay, jetzt hatte ich natürlich nicht mehr genug Kohle, weil die jetzt so schweineteuer geworden sind. Okay, gut, dann machen wir hier weiter. Mit 5 Millionen, 12 Millionen, 24 Millionen, 49 Millionen reicht das jetzt natürlich nicht so weit. Okay. So, das ist jetzt die dritte Map und ich bin gerade dabei, wieder den Boss zu killen. Ja, Attack ist 50% stronger, weil Attack. So, 15 Sekunden lang habe ich dann 150.000.
Das ist natürlich im Moment ein bisschen blöd, weil warum ist der jetzt da drauf gesprungen? Weil es ist natürlich sinnvoller, jetzt hier noch ein bisschen ja, reinzuholen. Was bekomme ich denn jetzt aktuell? 200. Das heißt 248 pro Kill. Okay, das hier sind die Earnings. Das heißt, ich bekomme pro Sekunde 214.000 KI-Punkte. Und mit einem Schlag, also dadurch, dass ich jetzt länger brauche als eine Sekunde, deswegen ist das dort. Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen hochsetzen kann, wo war denn jetzt hier der nächste? 5,2. So, mal gucken, wie ändert sich jetzt die Zahl. Das heißt, ich bekomme jetzt 230, aber es dauert immer noch länger als eine Sekunde, dass ich den töte und deswegen kommen diese Zahlen da zustande. 12 Millionen, das sollte ich ja gleich erreicht haben. Komm, 12 Millionen. Und dann widme ich mich dem Boss. 12,1, 2,7. Und 1,76. So, mal gucken. Ich selber kann hier jetzt ja jetzt nichts beschleunigen, weil das eben an der Stelle dann doch alles wieder idle ist. Aber hier habe ich jetzt noch Your KI Reward is twice the amount while active. Okay, dann hole ich mir jetzt erstmal noch hier ein bisschen KI-Punkte. Genau, das heißt 712 pro Sekunde. Lässt sich mit dem anderen natürlich auch sinnvoll kombinieren, allerdings will ich das lieber benutzen für den Boss, damit ich den schneller beseitigen kann. 50 warte ich jetzt nicht ab, aber die 24 mache ich noch. Der ist auf jeden Fall ziemlich ins Idle-Game, weil so viel aktiv machen kann ich ja gar nicht. Und jetzt noch die 7,5 Millionen hierfür. Wie viel braucht der da? 29. Aber das mache ich dann im nächsten Level. So, jetzt auf in den Bosskampf und hier kurz einen Bonus drauf, damit es hoffentlich nicht zu lange dauert. Also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass man anscheinend nicht wirklich von irgendwas aufgehalten werden kann, sondern dass man einfach dann eben lang genug auf den Boss sozusagen draufhalten muss oder beziehungsweise automatisch draufgehalten bekommt. Every 15 minutes you get an extra 1 KI und kill to the max of 100%. Ja, das heißt, wenn man mit einem dann 150, 1500 Minuten gespielt hat, hat man hier auf jeden Fall eine Endurance von 100%. Also schnelle Resets machen da wenig Sinn. Gut, und jetzt habe ich hier halt auch den KI-Gain. Das heißt, ich bekomme fast eine halbe Million KI pro Sekunde. Aber auf zur nächsten Map und Autoplay aktiv. Weil hier ist es 4,68. Mal gucken, wird das Autoplay abgeschaltet? Ja. Und das Ding, nee, es hat. Achso, es hat von weiter aufgezählt. Achso, deswegen bei dem Boss ist das natürlich dann immer 9 gelbe und nur der letzte ist offen, weil ich natürlich nur einen davon killen muss. Weil die Anzeige wird nicht hoch, sondern also nicht runter, sondern hochgezählt. Dann passt es auch soweit. Ha, meine nächste Schatzkiste. So, jetzt mal gucken. Statistik. Ich habe 216 Millionen jetzt sozusagen bekommen. Wenn ich jetzt hier 20% davon bekomme, müsste ich 40 Millionen bekommen, wenn meine Rechnung aufgeht. Ich bekomme sogar 100 Millionen. Oh, ich habe ein Drittel. Boah. Also rechnet der das sozusagen aus auf Bezug auf die, das Ergebnis, was er dann hat? Also ein Drittel von 100, also von 300 Millionen war es ja dann schon wieder. Also auf jeden Fall viel, viel Geld und das gefällt mir natürlich sehr gut. Weil dann kann ich jetzt hier gleich mal ein bisschen weiterkaufen. Und vor allen Dingen diese Fähigkeit, die ich ja vorher schon jetzt verstärkt habe, auch aktivieren. Also, dann kann ich hier, naja, kaufen wir erstmal ein. Was mich natürlich dann schon wahnsinnig nach vorne bringt.
Aber es ist immer unglaublich, wie schnell bei diesen Progression Games, es sieht erst noch ganz toll aus, so plötzlich 1 Million und so weiter, 3,2 Millionen dazu. Und trotzdem sehe ich hier oben, dass die ja, Monster schon relativ langsam werden. So, jetzt hier mal noch den ersten 25er aktivieren. Da brauche ich auch schon wieder 59 Millionen. So, dass ich hier nochmal einen Moment warten muss. Mal gucken, hier sind es auch 50 Millionen. Aber jetzt mache ich erst den Skill fertig, damit sich das hier wieder verdoppelt. Und jetzt als nächstes dann den hier. Aber ich denke, soweit... Ey, bist du eingeschlafen? Ha! Ah, noch ein extra Spiel. Earn Dream Points by playing and spend them on useful skills. You won 1 Dream Points and 7,13B while resting. When charged, it gives 1 latent SP and 1 XP every sleep gives a charge. Was auch immer das heißt. Your attack gets 0,5% Bonus for each level. Dream World. Every time you sleep, you will get Dream Points. Every sleep after the first will grant you an additional Dream Point. Bis zu 3. Okay, next time you will sleep, you will win 2 Dream Points. Können Dream Points von... Aha, okay, also das heißt, wenn ich eingeschlafen bin, bekomme ich die automatisch. Beware, Reincarnations resets the bonus back to 1. Okay, das ist jetzt kein Problem, weil so oft werde ich ja eh nicht reinkarnieren, aber dann hier auf jeden Fall schon mal ja, den ersten Punkt ausgeben. Your attack gets 0,5% Bonus for each level. Gut. Und hier brauche ich dann schon 5 Dream Points. Your chest KI Reward gets 1% Bonus. Your Sonen Power Bonus gets 1%. Bonus XP gets 0,5%. Training Chamber Skill gives you 1% extra Bonus. Ja, okay, also das ist auf jeden Fall nochmal eine weitere Mechanik, die sozusagen jetzt gerade kurz bevor ich das Spiel beenden wollte, sozusagen nochmal noch reingekommen ist. After 50 Minuten you feel tired. Echt? Waren es jetzt schon 50 Minuten? Naja, ich habe das Video eh für euch dann mit Sicherheit kürzer gemacht, so dass ihr jetzt hier nicht 50 Minuten das Ganze anschauen musstet. Also soweit eine interessante Umdrehung sozusagen, dass ich eigentlich hier Skills für mich selber kaufe, damit meine Kampfkraft stärke und eigentlich die ganze Zeit unterwegs bin, hier irgendwelche Monster zu killen. Ah, der Autoplay geht so hin. Ja, dann kann ich das jetzt auch nachvollziehen. Weil der Autoplay geht nur dann weiter, wenn natürlich der hier mehr pro Sekunde anbietet. Ja, also das ist sozusagen wahrscheinlich die Lösung. Das heißt, der Autoplay geht immer dann optimal, dass ich die maximale KI-Reward bekomme. Jetzt ist natürlich noch die Frage, kann ich irgendwo die Dreaming Points anschauen? Das ist der Soul Shop, wo ich dann gegen die Dragon Points auch noch was kaufen kann, weil den hatte ich ja jetzt auch noch nicht. Gut, dann kann ich Kostüme und Sachen bekommen. Change your look. Active Latent Power. Get 1 week worth of KI. Okay, das ist Timing. 100% extra KI exclusive. Damit verdopple ich dann den Bonus. Ist wahrscheinlich nur die, die das am Anfang unterstützt haben. Keine Ahnung, ob man den tatsächlich kaufen kann. Also wahrscheinlich ist das hier oben so das Interessanteste. Aber wer weiß. Thanks to your purchase, we are able to keep active the development of this game. Gut. Naja, ich habe jetzt zwar nichts gekauft, aber gut, wenn sie das Development von dem Spiel weiter in Gang halten. Auch wenn es bei der Grafik ich da nicht so ganz zufrieden bin, weil ich mag halt lieber dann doch noch ein bisschen augenfreundlichere Sachen. Auf jeden Fall ein interessanter Twist, das umzudrehen und hier über die eigenen Fähigkeiten laufen zu lassen. Und ja, wer weiß, was passiert, wenn die erste Welt zu Ende ist und der erste Boss geschlagen, wie das sich dann sozusagen hier verhält. Und vor allen Dingen, bis diese ganzen
Errungenschaften abgeschlossen sind. Das dauert noch sehr, sehr lange. Soweit für diese Folge schon eine Sie. Mal mit dem ersten Einblick, wie hier die Mechaniken funktionieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.